Dir ist nicht zufällig irgendwas aufgefallen an Rebecca und Tore, oder? Wieso? Es ist nur, die beiden sind irgendwie den ganzen Tag schon so komisch miteinander. Bist du sicher, dass du es wissen willst? Ja, auf jeden Fall. Aber denk dran, ich hab dich gewarnt. Sironing! Ja, wir hatten Sex im Kleiderfundus. Aber das war eine einmalige Sache und wird sich niemals wiederholen. Wird sie ihr Zustand noch mal ändern? Nach den Untersuchungen wissen wir mehr. Ich würde Ihnen nur ungern voreilig Hoffnung machen. Kommen Sie zurück. Ich liebe dich. Ich liebe dich auch. Also Sex. Müssen Sie sich so anschleichen? Ich wusste, dass Sie meinem Charme verfallen sind. Sie sind so charmant wie ein Bulldozer. Gut ab, Schulz, das hätte ich Ihnen nicht zugetraut zu behaupten. Wir wären das gewesen im Fundus. Und die Ohrfeige. Sagen Sie, sieht man hier noch einen Abdruck von Ihrer Hand? Nein, ich... Tut mir leid. Ich will ja hoffen. War auch völlig unberechtigt. Schließlich weiß ich jetzt, Sie wollten es doch auch. Wirklich witzig. Das nicht. Sie wollten doch, dass Rebecca ihren Seitensprung mit mir beichtet, damit Marlene die Wahrheit erfährt. Aber doch nicht so. Wie denn sonst? Es gibt nichts Schlimmeres, als in aller Öffentlichkeit zu erfahren, dass der Mensch, den man liebt, einen betrogen hat. Da wird einem der Boden unter den Füßen weggezogen und man muss lächeln und so tun, als wäre alles in Ordnung. Das ist schrecklich. Sprechen Sie aus eigener Erfahrung? Nein, ich... Mir ist das nie passiert. Ich meinte das eher theoretisch. Theoretisch, klar. Ich brauche einen Tee. Wer soll jetzt die ganzen Knöpfe aufsammeln? Sie natürlich. So, mein Spatz. Jetzt fahren wir noch 10 Meilen bis nach Limerick. Dann am River Shannon entlang bis zum Meer. Ja, da lacht die Koralle, ne? Sie sind ja früh dran. Essen dauert noch ein bisschen. Ah, ich sehe, Sie sind fleißig. Ja, es gibt ja Leute, die behaupten, dass man mich nicht auf Autos loslassen kann. Obwohl ich natürlich nichts für kaputte Kupplungen kann. Wie lange wollen Sie mir das noch aufs Brot schmieren? Hm? Ich habe eingekauft. Ja, ich bin eine Woche lang weg. Und Sie und die Kinder alles haben. Oh. Haben Sie gedacht, dass ich vom Fleisch falle, wenn Sie für ein paar Tage auf Ihrem Waldseminar sind? Es ist ein Baum- und Bodenseminar. Ich bin eine Woche lang weg. Ich wollte nur, dass Sie alles haben. Das ist natürlich sehr, sehr nett. Obwohl ich durchaus in der Lage bin, einzukaufen. Ja. Machen Sie sich mal keine Sorgen. Ich kümmere mich hier um alles. Und kümmert ja auch noch Emilio. Mhm. Nee, das ist für Sie. Oh. Von Hermann. Ja, ist doch schön, dass er sich meldet. Ja, allerdings. Vielleicht hat sie mir doch zu denken gegeben, dass ich ihm gesagt habe, dass ich unsere Ehe so nicht mehr will. Ich bin sicher, dass er sie vermisst. Schon wieder eine Rechnung.
Alles in Ordnung? Er will nur Bescheid sagen, dass er angeln fährt an die Ostsee. Eine Woche. Das ist alles? Seine Adresse und Telefonnummer in Glücksburg, falls irgendwas ist. Wieso immer ich? Also ich glaube nicht, dass das stimmt. Los, frag mal, du hast einen Draht zu ihr. Okay. Sag mal, stimmt das, was alle erzählen? Ja, Tore und ich haben gestern miteinander geschlafen. Nein, wir sind nicht verliebt oder zusammen. Es ist einfach so passiert und wird nicht wieder passieren. Wieso? Was, wieso? Ich will nicht unhöflich sein, aber warum sollte Tore mit dir einfach mal eine schnelle Nummer schieben? Sagen, dass du nicht unhöflich sein willst, ändert nichts, wenn du danach unhöflich bist. Hm? Ach, vergiss es. Caro, versteh mich nicht falsch, aber warum knattert Tore mit dir, wenn er es noch mal bei mir probieren kann? Wie? Tore hat versucht, dich zu verführen? Schätzchen, ich lass mich nicht verführen. Ich nehme mir die Männer, auf die ich Lust habe. Dann hat Tore mit dir auch? Ja. Und er war gut. Findest du nicht? Komm, jetzt mal unter uns. Es kommt schon auf die Größe an, hm? Ich muss weiterarbeiten. Mir sind da ein paar Knöpfe runtergefallen. Mein Gott, wie kann man nur so verklemmt sein? Ich bin nicht verklemmt. Oder war er vielleicht betrunken? Stimmt, er trinkt ja keinen Alkohol, ne? Ach, Caro, vielleicht wollte er einfach mal was ganz, ganz anderes ausprobieren. Ich gehe jetzt. Ach, und übrigens, vergiss es. Beruflich bringt dir der Sex mit Tore gar nichts. Puls und Blutdruck sind in Ordnung. Die Reflexe auch. Es ist fast so, als hätten Sie nur mal richtig ausgeschlafen, Frau von Landstein. Wie lange war ich weg? Ein Monat. Drei Monate. Hey, hey, hey. Langsam. Du bist aufgewacht. Alles andere ist egal. Ist wirklich alles okay? Ich kann keine Schädigung feststellen. Sie müssen sich allerdings noch schonen. Ich lasse Sie jetzt allein. Und Emma. Gut. Sie erzählen ganz viel von mir. Emma hat sogar Bilder gemalt, auf denen du schläfst. Hast du ihr alles erklärt? Natürlich. Ich war so oft, es ging mit ihr hier. Es geht ihr gut. 3 Monate ist heftig. LCL? Tanja, ich werde dir all deine Fragen beantworten. Wenn du wieder etwas kräftiger bist. Ich muss wissen, was mit du musst dich jetzt nur ausruhen. Alles andere hat Zeit. Sebastian, ich habe hier 3 Monate dämlich in der Gegend rumgelegen. Ich will jetzt. Was? Was? Du hast mir eine Liebeserklärung gemacht, als du aufgewacht bist. Und auch wenn Dr. Mendez sagt, dass dein Hirn keinen Schaden genommen hat, ich habe mir trotzdem Sorgen gemacht. Offensichtlich unbegründet. Ich weiß gar nicht, was du dich so aufregst. Ich hab... Sorry, du stehst im Weg. Ey, das hast du doch volle Kanne mit Absicht gemacht. Verdient hättest du's. Ich hab doch nur gesagt, dass du eigentlich wirklich gerne mit Tore im Fuß. Was? Ich find's ja gut, dass du Rebeccas Rücken denkst. Ich meine, es wäre doch echt beschissen für Marlene, wenn sie von versammelter Mannschaft von einem Seitensprung erfährt. Marlene ist immer für alle da.
sie ist warmherzig und nett. Das hat sie einfach nicht verdient. Und für diese Nicole wäre es ein Fest gewesen. Hm. Jetzt musst du dir das Getratsche anhören. Ach, da stehe ich drüber. Okay, ich muss mir von Jessica anhören, dass es völlig unmöglich ist, dass der tolle Tore ausgerechnet mit mir... Ja. Aber na und? Ja, du solltest auch gar nicht auf Jessie hören, die hat manchmal einen Schuss. Die anderen sehen das genauso. Kein Wunder. Tore kann jeder haben. Hat er ja auch. Aber warum sollte er auch gerade mit mir... Wieso kann ich nicht einfach mal die Klappe halten und vorher nachdenken? Caro, weißt du, was du machen solltest? Du solltest ihm einfach sagen, dass du verknallt bist. Dann weißt du wenigstens, ob was geht. Bist du verrückt? Ich rede überhaupt nicht mehr mit dem. Wenn der selbstverliebte Fatzke weiß, dass ich in ihn verliebt bin, dann lässt er mich überhaupt nicht mehr in Ruhe. Was ist der Plan? Nein, ich meine, wenn er das weiß, dann... Ich will mir gar nicht vorstellen, was ich mir dann alles anhören muss. Ach, der findet sich doch so lustig. Schlimm genug, dass alle sich fragen, warum er ausgerechnet mit mir... Ich will meine Grube nicht noch tiefer graben. Hey. Hier treffen wir uns anscheinend ständig. Ja, sieht so aus. Alles gut. Abgesehen davon, dass ich immer noch ein schlechtes Gewissen habe und ich mit Marlene noch dieses Gespräch führen muss. Na, immerhin, dass uns das nicht einen Tag von Fashion Days passiert. Hm, hab ich auch schon gedacht. Wer hätte gedacht, dass Schulz so impulsiv sein kann? Scheinst du richtig beeindruckt? Naja, Ohrfeige, hysterischer Anfall vom ganzen Team. Nein, das hätte ich ihr nicht zugetraut. Ja, da schlummern wohl irgendwelche verborgenen Talente in ihr. Auf jeden Fall kannst du es erstmal durchatmen und dein Gespräch auf nach der Show verlagern. Ja, und die ganze Firma denkt jetzt, dass du ein Verhältnis mit Caro Schulz hast. Ja. Ich muss dringend an meinem Image arbeiten. Ja. Und am Montag hat Tommy Termin beim Kinderarzt. Also es war nur eine dieser Voruntersuchungen, aber er ist... So ein Idiot! Wie bitte? Glaubt er etwa, ich stelle 30 Jahre eher einfach so in Frage wegen nichts aus Jux und Dollerei? Nein, tue ich nicht. Ist mir doch auch nicht leicht gefallen, ihm zu sagen, dass es so nicht weitergeht mit uns. Aber was macht der alte Sturschädel? Fährt fischen. Fischen! Entschuldigung. Naja. Ich sag Ihnen mal was. Hermann, der hat seine Berufung verpasst. Wissen Sie, was der perfekte Job für den wäre? Bundeskanzler. Immer alles schön aussitzen. Nicken, nichts tun und warten, bis der Sturm von allein vorbeigezogen ist. Vielleicht ist er... Allein schon diese Karte. Wenn irgendwas ist, dann erreichst du mich unter. Jetzt hätten wir uns nie gestritten. Und ich kann mir den Mund fusselig reden, dass ich unglücklich bin. Das interessiert den nicht mal. Kuchen schmeckt bei Ihnen auch besser als hier. Vielleicht ist er ans Meer gefahren, um in Ruhe über alles nachzudenken. Ach. Ja, wir Männer, wir tun uns schwer mit Veränderungen. Also ich weiß, wovon ich rede. Ihr Mann hat gedacht, es ist alles gut. Und plötzlich muss er feststellen, dass für sie nichts mehr gut ist. Ist doch klar, dass er sich erst mal sortieren muss. Ja. Würde ich Ihnen gern glauben. Aber ich kenne doch meinen Hermann. Der sortiert höchstens sein Angelzeug. Und hofft, dass alles bleibt, wie es ist, wenn er sich so wenig wie möglich bewegt. Herr von Lahnstein. Dr. Mendes. Gut, dass ich Sie treffe. Ich... Danke. Ich habe nur meinen Job gemacht. Nein, Sie haben mehr als das getan. Tanja ist zurück. Und sie ist schon wieder ganz schön ungeduldig. Sie wollte mit mir reden. Ihre Ex-Frau lag 3 Monate im Koma. Und bei allem Verständnis für Ihre Ungeduld. Sie haben ja gesehen, wie schnell Ihr Blutdruck hochgeht. Sie braucht jetzt vor allem Ruhe und Schonung. Ja gut, Schonung, wie stellen Sie sich das vor? Ich kann sie ja schlecht anlügen. Sie hat jede Menge Fragen zur Firma, zur Familie. Sie weiß noch nicht mal, dass Ansgar im Knast sitzt. Was soll ich ihr erzählen? Dass die Zeit stehen geblieben ist? Sie braucht jetzt vor allem positive Erlebnisse. Es ist wichtig, sie ganz langsam an Dinge, die als negativ empfunden werden könnten, heranzuführen. Sie wissen schon, was Sie da verlangen, oder? Die Medien sind voll mit Mitteilungen über Ihre Familie. Ja, eben.
Und nichts davon ist positiv. Das hieß ja, ich müsste sie von ihrer kompletten Umwelt abschotten. Das wird ihr nicht gefallen. Wir müssen den Versuch wagen. Es ist wichtig für die Genesung ihrer Ex-Frau. Ich wollte mich von dir verabschieden. Fast eine Woche lang Bäume streicheln, das Leben kann so schön sein. Wann geht's los? Morgen. Aber es wird anstrengend. Sind Biggie und Tommy gar nicht da? Der kleine Scheißer macht gerade Mittagsschlaf und ich hau noch mal schnell ab zum Sport. Hm. Da fällt mir ein, dass ich mich vielleicht ein bisschen um Biggie kümmern, wenn ich weg bin. Klar. Hat sich Hermann immer noch nicht gemeldet? Schlimmer. Der Idiot hat eine Karte geschrieben, fährt für eine Woche lang zum Fischen an die Ostsee. Das wäre alles in Ordnung. Wie hat Biggie darauf reagiert? Sie hat den Apfelkuchen malträtiert. Na, der Typ ist aber auch ein harter Brocken. Tschüss. Oh, Donna. Hi. Das ist ja eine schöne Überraschung. Ja. Wie geht's dir? Oh. Ist dein Vater schon weg? Ja, gerade zur Tür raus. Ich habe gehört, Hermann hat sich gemeldet. Ja. Diesmal habe ich mich richtig über ihn geärgert, dieser Sturmichel. Kann ich irgendwas für dich tun? Was machst du denn sonst so, um auf andere Gedanken zu kommen? Ich gehe zum Beispiel in die Sauna. Wann warst du das letzte Mal? 1988. Dann wird es ja mal wieder Zeit. Und was mache ich so lange mit Tommy? Auf den passe ich auf. Keine Widerrede, ich kenne eine tolle Anlage. Heute wird geschwitzt. Wenn er schon eine Praktikantin flachlegen muss, dann wenigstens Florentino oder Lena. Caro? Ich will die graue Maus. Vielleicht braucht er einfach ein bisschen Abwechslung. Und muss nach jeder scharfen Nummer eine Konternummer schieben. Weißt du, es gibt doch so Tage, da isst er einfach nur geile Sachen. Irgendwie Schokolade, Kuchen. Und am nächsten Tag machst du einen langweiligen Grünzeugtag. Echt? Machst du das nie? Hm. Irgendwie zieht diese Firma Frauen an, die sich hochschlafen wollen. Sprichst du da aus eigener Erfahrung? Also eigentlich. Was jeder macht, ist echt das Letzte. Caro ist nicht die Erste, die versucht. Klappe halten, weiterarbeiten. Ende der Ansage. So, jetzt hören wir alle her hier. Schulz hat es nicht nötig, mit mir rumzumachen, weil sich irgendwas davon erhofft. Dafür ist ihre Arbeit nämlich zu gut. Kann man es von jedem hier behaupten? Und ab jetzt will ich von dieser Sache hier nichts mehr hören. Ist das angekommen? Weiterarbeiten. Wie geht's ihr? Sie ist wach. Und so wie es aussieht, wird sie wieder ganz gesund. Gott sei Dank. Ich freue mich für dich. Danke. Ich wollte doch nur schnell Emma holen und direkt wieder in St. Vinzenz. Sebastian? Ja? Vielleicht geht's ja ab jetzt wieder bergauf. Ja, natürlich. Rebeccas Kollektion ist wunderbar, Tanja ist wieder da. Natürlich geht's bergauf. Schön, dich wieder so glücklich zu sehen. Hast du mit den anderen schon geredet? Nein, Ricardo Mendes meinte, es sei ratsam, erst mal alles von ihr fernzuhalten, was sie in irgendeiner Weise aufregen könnte. Ach du großer Gott. Worüber sollen wir denn da mit ihr reden? Übers Wetter? Ja, ich weiß, die Liste ist lang. Ansgar in Untersuchungshaft, er hat die Scheidung eingereicht und LCL steht auch nicht gerade gut da nach den ganzen Skandalen. Ja, Thor Hellström hat den Platz in ihrer Firma eingenommen. Oh. Ja, wenn sie das erfährt, dann werden wir sie erst recht ans Krankenbett festbinden müssen, damit sie ihn nicht im Koffer preist. Was willst du tun? Tja. Je weniger sie erfährt, desto besser für sie. Ja, gut, ich schweige. Ich sehe keine andere Möglichkeit. Wenn du was sagen willst, nur zu. Damit der neue Lover mir wieder einen Anranzer verpasst, danke, ich verzichte. Er ist nicht mein Lover. Ach, wie nennt man das denn, wenn zwei Kollegen nachts in der Firma rummachen? Eine Privatangelegenheit, die niemanden was angeht. Also seid ihr jetzt doch das neue LCL-Traumpaar? Wie romantisch. Vergiss es. Unterm Strich ist er trotzdem ein selbstverliebter Fatzke, der rein weiße Frauen flach legt. Und er ist dein Chef.
Das ist ja mal eine Überraschung. Wusste gar nicht, dass sie in die Sauna wollten. Was ist hier denn hier? Ich warte auf den Bus. Hä? Dana war so nett, auf Tommy aufzupassen. Und ich musste dringend mal raus, damit ich endlich aufhöre, mich über Hermann zu ärgern. Mhm. Und in der Sauna konnte ich schon immer am besten runterkommen. Mhm. Schön. Sind Sie jetzt sauer, dass ich Tommy bei Dana gelassen habe? Also, nee, bin ich nicht. Ja. Ja. Bisschen komisch. Also, mit den Jungs auf dem Ball gehe ich auch nicht in die Sauna. Ja. Nee. Ja, Sie sind meine Haushälterin. Ich sitze hier fast nackt. Sie auch. Hm. Naja. Also ganz ehrlich, ich sehe jetzt nichts, was ich nicht irgendwann schon mal gesehen hätte. Vor allem wegen der Handtücher. So. Ja. Gehen Sie denn öfter mal in die Sauna? Ja. Einmal die Woche. Ist ganz gut zum Runterkommen, so. Nach dem Wald. Ja, vor allem die Ruhe ist. Ja, die ist himmlisch. Fast wie 1988. Das hier muss noch mal gebügelt werden. Danke. Das war wirklich anständig von Ihnen. Vergessen Sie die beiden Schnepfen, Schulz. Sie sind nur neidisch. Auf mich? Ja, schließlich habe ich Ihnen gestern den Orgasmus Ihres Lebens bereitet. Sie sind explodiert wie eine schmutzige Atombombe. Orgasmus? Schmutz? Sie sind doch wirklich der eingebildetste und selbstverliebteste Flegel, der mir je begegnet ist. Und eben wollten Sie sich noch so nett bei mir bedanken. Da habe ich auch noch gedacht, dass Sie freundlich sein können, obwohl Sie alles ins Bett zerren, was nicht bei drei auf den Bäumen ist. Versuchen Sie es mal mit Business-Yoga, soll unheimlich entspannend sein. Haha. Wer hätte gedacht, dass wir mal so gut zusammenarbeiten? Ich bestimmt nicht. Nur zu, sprechen Sie es aus. Was denn? Dass ich nur an meinem Knopf rumfummle, weil ich mir eigentlich die Kleider vom Leib reißen will. Wollen Sie das? Nein, aber Sie machen doch die ganze Zeit diese Sprüche über mich, dass ich nicht normal bin und so entspannt wie mein Klemmbrett. Okay, es tut mir leid, wenn ich Ihnen zu nahe getreten bin. Vielleicht fangen wir einfach noch mal von vorne an, also bei null. Dann wollen Sie mir wieder die Klamotten ruinieren? Danke. Ich passe. Nein, ehrlich gesagt hatte ich eigentlich eher gedacht, wir gehen vielleicht nach Feierabend was trinken. Nur wir beide, wir liegen gut in der Zeit. Aber ich muss... Keine Widerrede, Sie sind schließlich meine persönliche Praktikantin. Das kann manchmal auch Vorteile haben. Und vielleicht sieht uns ja jemand, dann könnten wir weiter die Gerüchteküche anheizen. Wäre doch lustig, oder? Ich meine, unser Ruf, der ist eh ruiniert. Jedenfalls, das war irgendwo in Schweden. Ich sitze im Dampfbad, sehe die Hand vor Augen nicht. Und ich rede und rede und erzähle Vicky von diesem herrlichen Baumbestand. Und plötzlich geht die Tür auf und sie kommt rein. Und wer saß neben mir? Ich weiß nicht. Irgendeine Schwedin. Die war jedenfalls zu höflich, um mir zu sagen, dass sie kein Wort Deutsch spricht. Ich glaube, wir sind zu laut. Ach, ich kann das nicht ausstehen, wenn Leute zum Quatschen in die Sauna kommen. Ohne Ruhe keine Entspannung. Thomas? Thomas Wolf. Ach nee. Hi.
Brian, das ist ja ein Ding. Ist ewig her. Darf ich? Ja, natürlich. Danke. Darf ich vorstellen, das ist Biggie Schumann, meine Haushälterin. Hallo. Brian McGreen, alter Freund und Studienkollege, Garten- und Landschaftsbau. Brian ist gebürtiger Ire. Biggie ist nämlich großer Irland-Fan. Ja, kann ich nicht leugnen. Was hat sie denn nach Deutschland verschlagen? Meine Mutter ist Deutsche. Ich bin in Dublin groß geworden, aber zum Studieren nach Deutschland gekommen. Und irgendwie hängen geblieben. Dabei ist Irland doch so schön. Wenn ich mir nur die grünen Wiesen vorstelle und die Hügel. Mich zieht es auch so zweimal im Jahr nach Hause. Nach Dublin? Nein, die Westküste in der Nähe von Dingle. Mein Großvater war Farmer dort. Und ich habe sein Cottage geerbt. Ein eigenes Cottage in Irland, da würden mich keine 10 Pferde wegkriegen. Im Sommer ist es wunderschön dort. Vom Wohnzimmer blickt man direkt auf den Atlantik. Man muss nur aus der Tür raus. Dann fängt ein Wanderweg an, der direkt an der Steilküste einmal um die ganze Halbinsel rumgeht. Aber im Winter, naja, das kann ein bisschen trostlos werden. Oh, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Wenn man sich ein schönes Feuer im Kamin anmacht und es sich richtig gemütlich macht. Das klingt sehr verlockend. Vielleicht kommen Sie mich mal dort besuchen. Hallo. Hier ist jemand, der dich sehen will. Emma. Hallo. Oh Gott, bist du groß. Hi. Siehst du? Hab ich doch gesagt. Mama ist wieder aufgewacht. Wir haben der Mama auch was mitgebracht. Ja. Dein neues Lieblingsmärchen. Dornröschen. Ganz so lange habe ich nicht geschlafen. Du bist trotzdem unsere Prinzessin. Haben uns auch ein bisschen Sorgen gemacht um die Mama, oder? Ja, das braucht ihr nicht. Jetzt bin ich wieder bei euch und ich verspreche dir, ich gehe auch nicht wieder weg. Vater immer mit den Schafen geholfen. Da hat er sich sicher gefreut. Naja, die meiste Zeit habe ich versucht, die zu dressieren. Oh, und haben Sie es geschafft? Ja, die eine, Mathilde hieß sie. Die könnte dann irgendwann Hufe geben. Hufe geben? Schaf? Nee, aber es war echt eine schöne Zeit. Abends vor dem Kamin hat meine Großmutter immer Geschichten erzählt. Sie wissen schon, die Feen und Geister, die in den Hügeln hinter dem Haus leben. Das klingt paradiesisch. Ich wollte ja immer schon mal nach Irland. Dann fahren Sie. Aber bitte halten Sie endlich die Klappe. Hey, kommen Sie wieder runter. In skandinavische Saunen werden Verträge geschlossen. Wir sind aber in einer deutschen Sauna. Vielleicht bauen Sie sich eine Sauna in Ihr Haus. Dann sind Sie dort ganz allein. Brian. Und es herrscht absolute Ruhe. Brian. Klugscheißerei studiert oder was? Nur studiert. Sie leiten doch die Fakultät, oder? Hey, ist mal gut hier. Komm jetzt alle mal ein bisschen runter. Wir sind ja zum Entspannen hier, oder? Entschuldigen Sie bitte. Mir ist eigentlich schon ganz schön heiß. Ja, mir auch. Ich bin fast gar. Machen wir Schluss? Ja. Schönen Abend Ihnen noch. Du wusstest ja gar nicht, dass ein Diplomat daneben schlummert. Ich auch nicht. Nur er und ich, weil ich doch jetzt seine persönliche Praktikantin bin, hat er gesagt. Wie war das? Du kannst den selbstverliebten Fatzke nicht ausstehen. Ja, ja. Aber jetzt sag doch mal, nur er und ich, das ist doch eindeutig eine private Verabredung, oder? Sag's nicht weiter, aber man könnte das sogar ein Date nennen. Ach, Mumpitz. Das ist einfach eine freundschaftliche Geste unter Kollegen. Ja, klar, weil Tore so viel mit freundschaftlichen Gesten um sich schmeißt. Dann meinst du, okay, dann habe ich jetzt eine Verabredung mit Tore. Und wenn der Abend ein Reinfall wird, vielleicht blamier ich mich und dann hält er mich endgültig für irre und dann... Hallo. Einatmen, nicht vergessen. Was? Ein und aus. Und ein
und aus. So, und jetzt sprichst du mir nach. Ich bin total entspannt. Das wäre eindeutig gelogen. Nachsprechen. Ich bin total entspannt. Gott. Aber wenn ich entspannt bin, dann kann ich die Kontrolle verlieren. Okay, und nochmal. Einatmen. Und hum. Ich bin total entspannt. Ich glaube, das wirkt. Gut. Dann müssen wir dich jetzt nur noch datefein machen. Was? Was soll das denn heißen? Oh. Musst du mal aufs Klo? Nein. Da. Wollen Sie mal kurz mit ihr? Ja. Und ups. So, Mäuschen. Kommst du gleich wieder, ja? Ja. Gut. Komm. Danke. Sie hat dich vermisst. Ich sie auch. Ich habe manchmal von ihr geträumt. Ich weiß nicht mehr ganz genau, was. Jetzt bist du wieder bei uns. In der Realität. Ja. Also, was macht die Firma? Wir reden später darüber, ja? Es ist doch noch meine Firma, oder? Ja, natürlich. LCL gehört nach wie vor uns. Und es gibt im Moment auch niemanden, der es uns wegnehmen will. Gut. Gib dir mal ein bisschen Zeit. Ruh dich aus, komm zu Kräften, alles andere ergibt sich. Ja, aber... Tanja, du hast jetzt 3 Monate im Koma gelegen. Vielleicht gibt es ja mal einen Tag ohne deine Firma. Einen Tag nur mit dir, mir und Emma? Ich finde, du könntest dich einfach mal faul zurücklehnen. Okay, ich lehne mich einfach ganz faul zurück. Hey! Der Papa hat mir gerade versprochen, dass er uns was vorliest. Aha, hab ich das. So, so. Na gut. Das gute alte irische Temperament. Tja, diese Spießer hat deine charmante Haushälterin beleidigt. Da kann man einfach nicht schweigen. Na Gott sei Dank ist Herr Wolf dazwischen gegangen. Sonst hätte der schöne Saunaabend noch mit einer Schlägerei geendet. Biggie hat einen Röntgenblick. Die hat dich längst durchschaut. Tja, was soll ich machen? Meine Familie stammt von Kelten und eingewanderte Schotten ab. Da wundert es mich ja nicht, dass du nicht mit einer Streitaxt durch Düsseldorf läufst. Ja, Brian, hab mich gefreut. Ihr wollt doch nicht schon nach Hause. Komm, ein Bier. Auf unser Wiedersehen. Und die Tatsache, dass ihr mich davor bewahrt habt, mich nackt mit einem wildfremden Mann zu prügeln. Ja, also eigentlich muss ich morgen früh raus. Ach, so spät ist es doch noch gar nicht. Na, da hörst du es. Die Biggie hat auch Lust auf einen Absacker. Ja? Okay, meinetwegen. Gut. Wunderbar. Gehen wir. Ich glaube, jetzt ist langsam Zeit fürs Bett, oder? Nein. Willst du noch nicht weg? Nein. Meine Süße, schlaf schön. Ich verspreche dir, morgen wache ich wieder auf. Hat die Mama dir schon mal was versprochen und es dann nicht gehalten? Siehst du, du fährst jetzt mit Papa nach Hause und morgen kommen wir wieder und dann besuchen wir die Mama noch mal. Ja? Ja. Und dann lesen wir der Mama auch wieder ein Märchen vor. Das ist nämlich genau das, was die Mama jetzt braucht. Genau. Bis morgen. Ich hab dich lieb, kleine Maus. Sag der Mama noch Tschüss. Tschüss. Hey. Darf ich mal bitte sehen? Ja. Hat Dr. Mendes nicht mit Ihnen geredet? Ich weiß nicht. Ich bin neu. Meine Frau soll sich schon. Glauben Sie, das hier ist hilfreich? Es tut mir leid. Ich bin heute Morgen zu spät gekommen. Ja, ja, schon gut. Hier, nehmen Sie es bitte wieder mit. Was tuschelt ihr denn da? Nicht. Du sollst dich jetzt endlich ausruhen. Also. Schlaf schon. Das, was ich vorhin gesagt habe, dass ich dich liebe, das war ironisch gemeint. Nein, echt. Hm.
mit Hannah. Kim, mir tut es auch leid, dass Ansgar in Untersuchungshaft sitzt, aber... Ist in Dubai bei einem Shooting bis Ende der Woche. Mann, das ist doch eine totale Scheiße! Hey, alles in Ordnung? Nein, nichts ist in Ordnung. Okay. Mayas Agentur hat uns angerufen. Sie hat sich beim Shooting das Bein gebrochen. Sie ist perfekt für das Abschlusskleid. Wir finden keinen Ersatz, das ist... Die totale Katastrophe. Sag es ruhig. Quatsch, das ist... Es ist ein bisschen Farbe sieht man halt nicht in deinem Gesicht und... ist grau. Mach mal die Haare auf. Ja, das reicht nicht. Hast du irgendwas, was nicht ganz so grau ist? Ich mag grau. Gut, darf ich mal? Wow, das ist grau, ja. Ist da auch was drin? Mhm. Ganz schön. Der ist von Giselle. Deiner Schwester? Ja, als Model kriegt sie ständig was geschenkt und manchmal gibt sie mir was ab. Sag mal, ist das ein echtes? Ja. Und das liegt in einem Koffer? Manchmal hole ich's raus und guck's mir an. Gut, Caro, Kleider sind zum Anziehen da. Los. Wir machen weiter nach Plan, wir finden eine Lösung. Und wenn nicht? Die Zukunft von LCL hängt von dieser Show ab. Und sie ist nun mal so konzipiert, dass alles auf das Abschlusskleid zuläuft. Die ist zu dünn. Die ist zu klein. Wir haben noch eine Nacht und einen halben Tag. Wir finden einen Ersatz für Maya. Aber... Wir schaffen das. Und wenn nicht? Rebecca, sieh mich mal an. Wir haben eine Hammerkonzeption. Wir haben die beste Kollektion aller Zeiten. Wir werden die morgen alle wegblasen. Wir sind ein Dreamteam. Wir sind ein Dreamteam. Ich habe schon ganz andere Katastrophen in Erfolg verwandelt. Geht der Spaß erst richtig los. Jetzt wird's lustig. Ja. Schulz? Verflucht, wo ist Schulz? Aber sie braucht das doch zum Kotzen! Du siehst sensationell aus. Ich weiß nicht. Ich aber, komm mal mit. So. Das ist sexy, edel, stilsicher. Damit kann der Abend doch nur ein Erfolg werden. Du willst doch, dass der Abend ein Erfolg wird, oder? Und dann hat der kleine Scheißer die ganze Milch im hohen Bogen wieder ausgespuckt. Und alles ist in Biggies Haaren gelandet. Es klingt, als hätte dir sehr viel Spaß. Aber am Anfang war es sicher nicht so leicht. Zum Glück hast du Frau Schumann gefunden. Ja. Frau Schumann ist wirklich ein Glücksgriff. Außer ihr hätte es keiner neben mir ausgehalten. Ach, so schlimm sind sie nun auch wieder nicht. Und was hat sie nach Düsseldorf gebracht? Ich habe mal einen Tapetenwechsel gebraucht. Den hat sie bekommen. Und einen Haufen Arbeit dazu. Naja, ich habe so viel Spaß mit Tommy, das kommt mir gar nicht wie Arbeit vor. Naja, so ein kleiner Kerl. Ja, außer er wird mal wieder... Ja, er beschließt mal wieder, die Nacht zum Tage zu machen. Das wird bestimmt mal eine richtige Nachteule. Oh ja. Ach, ich freue mich schon, wenn ich die erste Nachtwanderung mit ihm machen kann. Sind Sie auch so ein Frischluftfanatiker? Ich bekenne mich schuldig. Ich bin am liebsten draußen unterwegs. Wandern, segeln vor allem und reiten. Ach, Sie reiten auch? Ja, ich muss. Autofahren in Irland ist viel zu gefährlich. Die fahren doch alle auf der falschen Seite. Naja, links oder rechts, egal. Ich habe einfach kein Talent fürs Autofahren. Obwohl Sie mich ja immer wieder ans Steuer setzen. Herr Wolf hat sich auf die Fahnen geschrieben, mir das Autofahren beizubringen. Ist allerdings ein hoffnungsloser Fall. So, Sie reiten also auch? Ja. Toll. Schläft Emma? Ja, endlich. Die Kleine hat jetzt jedes Mal Angst, dass Tanja nicht mehr aufwacht, sobald sie eingeschlafen ist. Oh Gott, die arme Maus. Möchtest du auch ein Glas Wein? Nein, danke. Ich werde mich direkt hinlegen. Ich will morgen früh direkt wieder ins Krankenhaus. Sind die für Tanja? Und deine Lernschwester hat ihr heute fast eine Grandezza in die Hand gedrückt. Ach, du großer Gott. Ja, das wird nicht leicht, die Skandale der letzten Wochen vor ihr zu verheimlichen. Tja, was soll ich machen? Ich werde es versuchen. Sie sind ja noch wach. Ich habe 3 Monate geschlafen, sollte reichen, oder? Wie fühlen Sie sich?
Ehrlich? Hm. Ich habe Angst einzuschlafen. Wer weiß, wann ich das nächste Mal aufwache. Das muss schockierend sein. Aber ich kann Sie beruhigen, das wird nicht wieder passieren. Wollen Sie Beruhigungsmittel? Auf keinen Fall. Versuchen Sie trotzdem zu schlafen. Können Sie mir nicht den Fernseher freischalten, falls es mit dem Schlaf nicht klappt? Es tut mir leid, aber das ist leider viel zu aufregend. Katastrophen. Okay. Überall Katastrophen. Erdbeben, Erdrutsche, Wirbelstürme. Hat sie eigentlich schon nach Frieda gefragt? Nein. Ich habe auch keine Ahnung, wie ich ihr das beibringen soll, dass eine andere Frau von mir schwanger ist. Aber irgendwann wirst du es ja sagen müssen. Aber nicht jetzt. Sebastian, das ist deine Entscheidung, aber warte nicht zu lange damit. Du kennst Tanja. Sie wird dir das sehr übel nehmen, wenn sie merkt, dass du Dinge vor ihr verheimlichst. Ruhen Sie sich aus, kommen Sie zu Kräften. Sie haben genug zu verarbeiten und danach bleibt immer noch genug Zeit, sich mit der Welt da draußen wieder anzufreunden. Gute Nacht. Gute Nacht. Was verschweigt ihr mir? Ich bin total entspannt. Ich bin total entspannt. Und ich verliere nicht die Kontrolle. Können Sie hell sehen? Ich bin ja nicht das Orakel von Delphi. Sie sehen anders aus. Das Kleid erinnert mich an jemanden. Ich kann es auch wieder ausziehen. Was? Nein, nein, ich meine, das Kleid steht Ihnen wirklich sehr gut. Sie sehen gar nicht mehr aus wie ein menschlicher Taschenrechner. Sie sehen aus wie eine Frau. Tja, ich trinke ja auch Kaffee mit Macadamia-Sirup und Zimt. Ja, Sie leben wild. Ja. Ja, im Alltag ist das anders. Also, naja, ich im Büro, da geht's ja um andere Dinge. Da bin ich eher praktisch gekleidet, aber privat kann ich auch ganz anders. Ist das so? Klar. Kleider tragen, das ist halbe Hürde. Das mache ich schon mal, wenn ich mich mit jemandem treffe, in den ich verliebt bin.